Heute machen wir einen Schweinebraten aus dem Schweinerücken mit der Niedrigtemperaturmethode. Und ich kann euch verraten, das ist die zarteste Versuchung, seit es Schweinebraten gibt. Ein Gaumenschmaus für jeden Gourmet. Wie ich diesen Schweinebraten zubereitet habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Bevor ich loslege, hier noch ein paar Zutaten. 1 Kilo Schweinerücken, 6 Cocktailtomaten, 200 Milliliter Sahne, 1 Esslöffel Würzhilfe, selbstgemacht, 1 Teelöffel Knoblauchmus, ebenfalls selbstgemacht, oder eine Knoblauchzehe, 1 Teelöffel Agavendicksaft, 1 Esslöffel Butterschmalz, Salz und Pfeffer. Statt Agavendicksaft könnt ihr auch Honig nehmen. Der Schweinerücken ist hervorragend für Kurzgebratenes geeignet. Als Schweinebraten ist er allerdings eigentlich weniger geeignet, weil er zu trocken wird. Nicht so bei der Niedergarmethode. Da behält der Schweinerücken wunderbar den Saft und wird butterzart. Und los geht's. Das Fleisch waschen, trockentupfen und dann die Fett-, Haut- und Sehnenschichten abschneiden. Und zwar großzügig. Das Ganze nennt man parieren und das, was entsteht, sind die Parüren. Die Parüren nicht wegschmeißen, daraus wird noch eine Soße gezogen. Auch und gerade bei der Niedriggarmethode ist es wichtig, den Braten vorher von allen Seiten scharf anzubraten. Dafür geben wir Butterschmalz in eine Pfanne und lassen diese schmelzen, so wie die Pfanne richtig schön heiß werden. Das Fleisch rein und wie gesagt von allen Seiten gut anbraten. Den Braten aus der Pfanne nehmen und in eine feuerfeste Form legen. Und jetzt kommen zwei wichtige Zahlen, die solltet ihr euch merken. Der Braten wird im Ofen bei 80 Grad 4 Stunden lang gegart. Das gibt uns also reichlich Zeit, uns um die anderen Dinge zu kümmern. Ich hatte es ja eben erwähnt, aus den Parüren wird jetzt eine Soße angesetzt. In der heißen Pfanne, in der eben noch der Schweinerücken lag, werden jetzt die Parüren und die Tomaten kräftig angebraten. Nach ca. 5 Minuten alles aus der Pfanne nehmen und das Fett in einen Topf geben. Die am Boden anhängenden Bratenreste, die ja viel Geschmack und Röstaromen enthalten, werden jetzt mit Wasser gelöst. Etwas Wasser in die Pfanne und aufkochen lassen. Der gelöste Bratensatz wird dann mit in den Topf gegeben. Statt irgendwelche Fertigsoßenpulver zu nehmen, zücke ich jetzt meine Geheimwaffe, nämlich meine selbstgemachte Würzhilfe. Die solltet ihr unbedingt mal nachmachen, dann verzichtet ihr in Zukunft auf jedes Soßenpulver. Allein der Geruch beim Öffnen des Glases, ach, einfach köstlich. Ich gerate in Schwärmen. Ein weiteres selbstgemachtes Highlight ist dann mein Knoblauchmus. Davon einen Teelöffel in die Soße einrühren. Ihr könnt natürlich auch eine Knoblauchzehe nehmen, die müsstet ihr jetzt allerdings noch fein hacken. Diese Arbeit erspare ich mir aber durch meinen Knoblauchmus, den ich immer auf Vorrat im Kühlschrank halte. Um eine schöne Rahmsoße zu erhalten, gebe ich jetzt noch die Sahne hinzu und zwischendurch mal abschmecken. Dann köchelt die Soße erstmal vorsichtig weiter. Nach exakt 4 Stunden teste ich nun die Kerntemperatur meines Schweinerückens. Damit er komplett durchgegart ist, muss er 65 Grad erreichen. Und jetzt schaut euch das an, das ist doch wohl eine Punktlandung. Das heißt, der Braten ist jetzt fertig. Auch hier möchte ich den Bratensatz, der sich am Boden befindet, lösen und mit in die Soße geben. Dafür entnehme ich den Braten und übergieße den Bratensatz mit kochend heißem Wasser. Alles etwas verrühren, damit es sich löst und dann ab in die Soße. Die Soße dicke ich jetzt mit in Wasser aufgelöstem Mehl an. Zum Abrunden des Geschmacks jetzt noch ein Teelöffel Agavendicksaft. Wie gesagt, ihr könnt auch Honig nehmen. An die Soße, verrühren und dann ist sie fertig. Und dann kann das Fleisch geschnitten und in eine Servierform gegeben werden. Die Soße dazu, etwas Schnittlauch zum Verzieren und dann sieht das Ganze so aus. Stellt euch das als Sonntagsbraten vor. Mmh, fantastisch. Und so sieht es dann alles auf dem Teller aus. Beilage natürlich nach Belieben. Weitere Gourmet-Rezepte von mir findet ihr hier oben in dieser Playlist. Das war's von mir. Bis hier. Tschüss, euer Kalle.